sitzen. Dann merkte ich zunächst nur so ein Klackern beim Fahren am Reifen. Hört sich so ähnlich an wie so ein, sag ich mal, ein Stein, der sich dazwischen gesetzt hat. Und dieses Klackern hörte nicht auf. Und ich merkte, dass ich so ein Info am Fahrzeug und die erste Möglichkeit, die ich hatte, war am Parkplatz anzufahren. Ich hatte bei der Polizei angerufen, da dachte man ja, aber ohne dieses Verweisstück, dieses Metallpeitschen mit dem Nagel drin, wäre keine Möglichkeit, für eine Anzeige zu stellen. Bei anderen Autofahrern, die über die Nägel im Reifen stecken. Und so ging es 156 Strafanzeigen bei der Polizei. Der Schaden mehrere tausend Euro. Trotzdem ist die Jagd nach dem Reifenkiller schwierig. Und super Mausel! Klasse gemacht! Das war toll! Das war toll!